Ein herzliches Hallo an euch alle dort draußen. Schön, dass ihr den Weg zu meinem Kanal gefunden habt und allen schon mal ein Dankeschön fürs Anschauen dieses Videos. Wir gehen auch gleich in die Vollen. Ich habe hier einen Tauschdeal machen können mit dem lieben Javier. Muchas gracias, amigo. Die bösen Buben sind eigentlich das, was ich im Fokus habe beim Moto. Die Heroic Warriors stehen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, aber Cyclone konnte ich nicht ablehnen, als er mir angeboten wurde vom Javier. Zum einen ist es eine Kindheitsfigur. Ich habe den wirklich geliebt und unendlich oft und lange mit dem gespielt und ist einer meiner absoluten Lieblinge der Heroic Warriors. Und das ist jetzt ein Mock, der es auch verdient hat auszupacken. Ihr seht hier kein glasklarer Blister, Stresslinien, einmal geknickt die Karte. Ist kein großer Verlust, wenn wir den jetzt hier auspacken. Und ihr seht hier, der wurde 84 produziert in Hongkong. Hier nochmal das wunderschöne Artwork. Cyclone, der sich hier zur Wehr setzt gegen Battle Armor Skeletor auf irgendeinem Vulkanplaneten. Richtig cool. Mit das beste Action-Feature, was Mattel damals überhaupt rausgebracht hat. Also Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Unendlicher Spielspaß mit dieser Figur. Und, oh, das geht aber sehr einfach auf. Guck mal hier. Gar kein Stress, den auszupacken. Umso schöner, da bleibt die Karte noch erhalten. Ja, Wahnsinn, sage ich dazu nur. Auch schön dieses Mini-Comic, das gucken wir uns gleich an. Und da blättern wir es mal durch. Spike or Strikes. Habe ich so auch noch nicht in der Sammlung. Also von daher, super Deal. Hier die Rückseite. Da fehlt mir tatsächlich noch Man E-Faces und Trapjaw. Zu meiner Schande muss ich das sagen. Also die mal auszupacken. Steht noch auf meiner To-Do-Liste. Hier nochmal das Comic, schnell durchgeblättert. Prince Adam mit Cringer, King Randor. Sie rufen Cyclone. Teela, Battle Armor, Skeletor. Sehe ich hier die Beine von Spider. Höchstwahrscheinlich. Ja klar, da ist er Spider. Auch sehr schön. Auf die Story gehe ich jetzt nicht ein, dazu müsste ich mir das Comic erstmal komplett durchlesen, aber scheinbar ist das gleiche Comic dann natürlich auch bei Spycom mit beigelegt worden. Alles andere wäre ja Quatsch. Und Cyclone kommt zur Hilfe, geeilt. Weichet ihr Bösewichte. Sehr cool. Spyco ist ja auch so eine klasse Figur, muss man echt nur sagen. Schön, schön, schön. Also die Origins-Geschichte von Spyco und Cyclone wird hier aufgegriffen, wird hier erzählt. Was das für zwei Viecher sind, keine Ahnung, sehen aber cool aus. Vielleicht bringt der Mattel die auch nochmal in der Origins Toyline. Wahnsinn. Sag mir gar nichts, die beiden, aber haben Potenzial. Hätten Potenzial für eine eigene Figur. Und das Ende der Geschichte mit einem Happy End und einem strahlenden Cyclone. Und mir ging es wahrscheinlich wie jedem damals. Ich dachte, Cyclone sei der Cousin von He-Man, weil er das gleiche Gesicht hat, mehr oder weniger. Komm hier das Tütchen. Ach, ist das schön. Real Mint. Wir gucken uns jetzt erstmal das Schild an. Das Schild kennt ihr ja. Es ist sehr simpel und schlicht gehalten vom Design, aber es funktioniert hundertprozentig. Ja? Und ich finde auch hier die Farbgebung, das Farbschema von Cyclone. Blau, gelb, rot, mehr braucht es nicht. Und es ist eine rundum gelungene Figur. Es gibt ja auch von Top Toys eine Variante, da hat er gelbe Fäuste und Füße. Auch sehr, sehr schön anzusehen. Hätte ich auch gerne in der Sammlung, ist aber gar nicht so günstig. Der hier ist ein bisschen wackelig auf den Beinen. Wir stellen den erstmal auf, bevor wir uns das Action-Feature und die Figur im Detail anschauen. Kann er denn überhaupt stehen? Das ist jetzt die spannende Frage. Oder, ja gut, ein bisschen seitlich. Da rotiert er schon. Da ist der gute, rundum gelungene Figur. Ich bleibe dabei, das ist eine 10 von 10. Und was ich auch sehr schön finde, hier hat sich, wie nennt man es denn, dieses Radar, das sich auch bewegt. Ihr könnt es sehen, dieses Wackelbild. Das löst sich ja bei vielen schon im Mock, was jetzt kein Drama ist. Mit ein bisschen Sekundenkleber kann man das auch wieder fixen. Aber ich finde es schön, dass der sich hier nicht gelöst hat und hier auf seiner Brust fest sitzt. Und das Wackelbild des Radar mit diesem Sonnensystem. Ihr seht die Planeten, was haben wir hier, Saturn mit dem Ring. Richtig geile Figur. Und ich sag's gerne nochmal, für mich sah er immer aus wie He-Mans Bruder, Cousin oder was auch immer. Oder alter Ego. Geile Figur. Geile Figur, Javier, kann ich echt nur sagen. Super happy. Und dann zeigen wir jetzt mal auch kurz hier das Action-Feature. Ihr könnt hier die Arme ein bisschen drehen. Wäre es eigentlich cool gewesen, wenn alle Moto-Figuren diese Arme gehabt hätten. Weil dann hätten wir einfach viel mehr Beweglichkeit gehabt und mehr Playability. Und dann gibt es hier das Rädchen, das kennt ihr. Brauche ich euch nicht zeigen, ihr seid im Thema drin. Und dann geht es voll ab. Cyclone macht seinem Namen alle Ehre und dreht durch. Ein richtiger Wirbelwind, der Gute.
Macht richtig Spaß. Auch die Origins-Umsetzung habe ich mir besorgt. Und zwar hier nicht gezeigt im Video, aber ich habe die Figur. Da ist halt der einzige Unterschied, ihr müsst den Torso erst rausstecken, rausschieben und dann könnt ihr das Rädchen betätigen und dann rotiert er dementsprechend. Hier ist das gar nicht nötig. Warum er das heute nicht genauso umsetzen konnte, bleibt mir ein Rätsel. Das kann nur Mattel wissen. Tolle Figur, Real Mint Cyclone, gehört eigentlich in jede Moto-Sammlung, ist Pflicht. Bleiben wir bei etwas anderem oder beim skurrileren Thema. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles ist uns allen ein Begriff, aber ich kannte bis dato nicht die Karate Turtles Warriors. Und ihr seht es ja hier schon, das kann nur ein krimineller Knockoff gewesen sein aus Argentinien oder ein Yugo Betrugo Bootleg, ich weiß es nicht. Ich habe die Figur vom Andy gekauft, von Strong Vision, auch er konnte mir nichts zum Hintergrund dieser Figuren sagen. Hier die Rückseite nochmal, sehr ungewöhnlich und speziell, da steht auch kein Hinweis von wem, woher. Witzig ist hier, dass die Turtles alle diese Stoffmäntel oder Umhänge haben und ein paar andere Waffen als sonst. Ja, Splinter sieht hier auf dem Foto auch anders aus als tatsächlich hier drin. Und er war relativ günstig, deswegen habe ich ihn mir geholt. Splinter ist jetzt nicht auf meiner Prio-Liste oben gewesen bei den Turtles. Ich habe ihn bis dato nicht in der Sammlung, wollte auch keine hohen Beträge dafür bezahlen. Aber hier für diese Knockoff-Variante, die günstig war, den stelle ich mir in die Vitrine und sieht halt auch wirklich zum verblüffend ähnlich dem Original. So große Abweichungen sind da gar nicht, bis auf die Waffen. Die Waffen sind komplett andere. Ne? Also die Waffen sind Schmodder, kann man sagen. Was haben wir hier? Nunchuck, Wurfsterne, ein Schlagstock und ein Bow. Ja, mal gucken. Wie gesagt, zum Hintergrund konnte mir Andi nichts sagen. Deswegen kann ich auch gar nichts sagen zu dieser Figur. Außer, dass ich gerne auch die anderen Turtles mir noch geholt hätte. Guck mal hier, da fällt schon alles raus. Und das Schöne hier bei diesem Knockoff, da kommt runter, Meister Splinter, ne, den sollte man schon haben irgendwie in der Sammlung. Hier sind die Pupillen nicht bemalt, typisch original. Das haben sie aber bei der Neuauflage leider anders gemacht. Da haben sie die Pupillen nochmal schwarz gemalt und ja, hätte ich nicht gebraucht. Aber ich sammle die Neuauflage eh nicht. Hier sehen wir nochmal von hinten den Schwanz. Der ist beweglich, der Rattenschwanz, sehr lecker. Dann dieser Stoffumhang und Splinter, der jetzt hier natürlich entsprechend ganz viele Waffen dabei hat, die wahrscheinlich alle nicht in seine Hand passen. Oder doch? Ja, doch, das geht. Also das Nunchuck kann man ihm in die Hände drücken. Das geht schon noch. Zumindest in die eine Hand. Hier gibt es schon wieder Probleme. So. Also einmal können wir ihn ausstatten mit dem Nunchuck. Kopf ist auch beweglich. Hier von der Seite nochmal Meister Splinter. Das funktioniert. Dann haben wir hier den Bo von, ich meine, Donatello. Da ist noch Tesafilm dran, das kommt jetzt mal weg. Auch der sollte in die Hand passen. Ne, ist ein bisschen dick geraten. Etwas zu dick. Aber auch das geht irgendwie. Ja. Cool, dass die Waffen dann doch irgendwie in die Hand passen, weil sie sehen sehr dick aus von dem Griff her. Und sind es wahrscheinlich auch. Sehr schön. Die Wurfsterne schenke ich uns jetzt mal. Die sind wirklich total billig. Da ist nichts Besonderes dran. Drei Stück davon. Und mehr ist hier auch nicht zu zeigen. Ja, Meister Splinter. Jetzt habe ich einen für die Sammlung. Muss man irgendwie haben, auch wenn man ihn gar nicht so toll findet. Aber jetzt ist er hier und ich sage nicht nein und freue mich sehr, dass ich den jetzt günstig kriegen konnte. Kommen wir zu einer Batman-Figur, die Animated Series. Und zwar haben wir hier Bane. Und Bane ist 92, meine ich, schon aufgelegt worden. Der hier wurde dann nochmal erneut aufgelegt aus dem Jahr 94. Irgendwo habe ich es gelesen. Da steht es auch 94, ganz genau an der Stelle. Und was mich hier wundert, da ist irgendwas noch mit dabei. Ein kleiner Kalender, Katalog, Sticker, ich weiß es nicht. Eine Trading Card wäre natürlich mega. Kann euch nichts dazu sagen. Kann nur sagen, dass diese Figur extrem groß ist und extrem begehrenswert. Es sind nicht mehr viele, die mir fehlen von den Schurken. Und Bane ist halt einfach nur cool. Und nicht erst seit dem Film. Und da ist tatsächlich eine Art Katalog drin. Ne? Geil, sowas liebe ich ja. Das ist das Salz in der Suppe. Solche Kleinigkeiten, mit denen man nicht rechnet. Auch sogar ein Tütchen noch drin, also richtig gut geschützt. Wir gucken uns erstmal den Katalog an und dann die Figur.
Aha, Legends of Batman, neu. Okay, die kam dann 94 scheinbar neu raus. Und jetzt haben wir ein bisschen Cross-Promotion. Ach geil, ein Poster, ich dreh durch. Das ist ja mal fett. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Es ist tatsächlich eine Art Katalog, ja, das ist ein Poster. Wir sehen hier verschiedene Batmans, den Joker, Robin und ein Batmobil und Catwoman und. Cool, ab Januar 95 erhältlich. Wow. 95, krass. Und hier auch nochmal Batman mit so einem geilen Schild. Schönes Batman-Logo an der Stelle und ein Schwert oder Degen ist es. Richtig cool. Bisschen zu klein, um es irgendwo aufzuhängen, aber richtig geiles Stück Merch. Möchte ich nicht missen. Gerne mehr davon. Kommen wir zur eigentlichen Figur und hier haben wir jetzt den guten Bane und das ist ein richtiger Brecher, ein Klotz, absoluter Klotz. Ich finde das Design rundum gelungen. Es sieht wirklich aus wie im Cartoon, das kriegen sie echt gut hin. Oder haben sie damals echt gut gemacht, die Jungs von Kenner. Hier ist ein Hebel für die Action. Das Action-Feature ist, ihr rastet die Arme ein. Ähnlich wie bei einem WWF Hasbro, so also diese Gorilla Press. Den sehen wir auch nochmal gleich bei einer anderen Figur. Ja, dann hat er hier dieses Stück, was ist es, Schrott, Metall. Das kann man dann in die Hand legen. Das machen wir jetzt auch mal gemeinsam. Und da ist der Hebel oder der Knopf, um das auszulösen. Wir testen das jetzt mal einfach. Man muss es erstmal so drapieren, dass das Ding auch in Händen hält. Das ist gar nicht so einfach. Oder es gibt da irgendeinen Trick, von dem ich nichts weiß. So, jetzt haben wir es und jetzt lösen wir das Ganze mal aus. Das war schwach. Das machen wir gerade nochmal, weil das war ja gar nichts. Dieses Drapieren gelingt mir nicht so gut, aber. Ja, was ist denn jetzt los? Alle guten Dinge sind drei. Ich gebe jetzt nicht auf. Das mache ich jetzt nicht. Lass mich jetzt hier nicht hier verunsichern von dem Bane und diesem Action-Feature, das nicht funktionieren soll. Okay, also es funktioniert schon, aber ich glaube, es gab ausgereiftere Action-Features. Hier ist doch irgendwas drum. Folie. Soll das so sein? Seht ihr das? Macht man die Folie hier weg oder was ist das? Das kann ich euch nicht sagen. Da ist noch Folie um die Hand. Warum auch immer. Das soll so nicht sein. Das kommt dann entsprechend weg. Warum ist das jetzt hier dran? Das hat doch gar keine Funktion. Das macht mir hier nur das Unboxing schwer. Und jetzt habe ich hier nur das Messer zur Hand und kann das dann hier entfernen mit einem Schnitt. So. Okay, keine Ahnung, was diese Folie sollte. Ja, wahrscheinlich, damit sich das hier nicht löst, weil ihr seht ja, wie locker das Ganze hier ist. Also war da jetzt noch Folie drum. So, Bane ist riesengroß. Das Action-Feature hat mich nicht überzeugt. Ist nicht schlimm, er kommt in die Vitrine. Um mal zu sehen, wie groß und mächtig diese Figur ist, ein kleiner Größenvergleich. Ihr habt hier Poison Ivy, die sind ja auch oft zusammen gewesen in Filmen und Comics. Und jetzt könnt ihr sehen, wie groß der gute Bane ist. Ja, darauf kann ich jetzt stehen. Und die zierliche kleine Poison Ivy wirkt sehr mickrig dagegen. Trotzdem, beides sehr schöne Figuren und jetzt fehlt mir, glaube ich, noch der Pinguin und Mr. Freeze. Dann wäre ich eigentlich durch für meine Begriffe. Das Ding ist ja suboptimal. Aber egal. Wir bleiben beim Thema Brocken. Ich habe hier den guten Warlord mir gegönnt. Den habe ich auch schon länger auf meiner Suchliste, war nie bereit, dreistellig zu bezahlen, weil der ist scheinbar doch begehrter, als man meint. Nicht, dass er damals ein krasser Star gewesen wäre, im Gegenteil, das war auch Trash-Gimmick oder Gimmick-Trash, wenn ihr so mögt. Aber ich fand ihn cool. Ich finde ihn einfach rundum gelungen. Ich finde die Karte cool. Ich finde die Figur cool. Ich finde das Outfit, den Look, den sie ihm verpasst haben, einfach nur fett. Hier seht ihr, das Ganze ist aus dem Jahr 92 und hier nochmal ein Steckbrief. Den gehen wir mal schnell durch. Größe, Gewicht, Origins, unknown, wie so oft, unbekannt. Ja, und er ist bekannt für seinen Benchpress-Rekord bei Primetime Wrestling. Also WWF-Show Primetime Wrestling hat er den aufgestellt. Ob das jetzt fiktiv ist, frei erfunden wurde, ob er tatsächlich einen Weltrekord hielt im Bankdrücken, weiß ich nicht. Kann sein, weil die Statur hat er ja und die Power. Aber ich glaube nicht, dass dieser Rekord bis heute anhält. 92 ist lange her. Sein Lieblingszitat: When you meet the Warlord, you meet your Maker. Also wenn du den Warlord triffst, dann triffst du deinen Macher. Was heißt Maker an der Stelle? Nicht Macher? Keine Ahnung. Ja, und was will er? Er will seinen Weg bis an die Spitze punchen. Na dann. Kommt hier mit dem Gorilla Press, was Sinn macht. Den hat er auch in Kämpfen oft gezeigt. Und jetzt habe ich hier diesen, ihr seht schon, da sind lauter Cracks im Blister. Vergibt ist er auch.
Der kommt jetzt weg, der kommt jetzt hier raus. Endlich habe ich mal einen günstigen gefunden. Ich kriege es aber auch hier nicht hin, den einfach zu öffnen. Also Unboxings sind manchmal Schwerstarbeit. Das war mit Cyclone leichter. Ach, ist das cool. Da ist er. Terry Schopinski. Das musste ich auch googeln. Das ist ein bürgerlicher Name, wusste ich auch nicht. Und das meiste Problem haben die gebrauchten Figuren natürlich bei dieser Phantom der Opermaske. Da sind dann oft halt Farbabriebe oder sonstige Kratzer drin und der ist jetzt halt wie geleckt, wie aus dem Ei gepellt. Super schön. Und ich habe zwar einen schon gehabt, also aber nicht so gut aus wie der hier. Ihr seht hier, die Hüfte ist beweglich, der Kopf ist auch beweglich, also alles wie immer. Und das Action-Feature ging nicht, das scheint hier aber der Fall zu sein. Ja, und das geht auch. Und das testen wir jetzt und hoffentlich klappt es besser als mit dem guten Bane. Hier ist jetzt der Texas Tornado. Ich glaube, ich muss einmal runterklicken. Und dann macht der Gute jetzt einen Abflug oder auch nicht, weil es ist auch gar nicht so einfach, diese Moves immer auszuführen. So, haben wir es? Ja. Ich krieg's heute nicht gebacken. Irgendwie ist der Wurm drin mit diesen Gorilla Presses. Also es ist alles irgendwie nicht so, wie ich es gerne hätte. Nee. Auch hier ein dritter Versuch. Ich gebe mich nicht so leicht geschlagen. Vielleicht ist auch der Texas Tornado nicht die beste Figur. Jetzt hat es ja geklappt halbwegs. Gucken wir uns nochmal die Figur an. Ich finde sie einfach super schön, die Details. Der Warlord sah tatsächlich so aus. Hier mit diesen Ketten, diesen Brustplatten, die nicht nur draufgemalt sind, sondern die wurden wirklich auch modelliert, wie man das hier sieht. Hier nehmen wir die Rückseite und dieser Stiernacken, einfach nur brutal. Hier nehmen wir von oben, wunderschön, wie das Ganze hier glänzt. Das ist ein Warlord nach meinem Geschmack. Eine 9 von 10. Ich liebe die Karte, ich liebe den Charakter und ich liebe dieses Bullige. Dazu noch der Gorilla Press. Sein echter Finisher war ja der Full Nelson, Submission Hold. Warum 9 von 10? Es fehlt Zubehör. Und zwar kam der Warlord damals noch mit einem Staff, der ungefähr so aussah zum Ring. Das ist jetzt hier aus dem 3D-Drucker, hat irgendjemand mal angeboten. Ja, hätten sie das noch irgendwie mit beigepackt, auch wenn die Hände es nicht hergeben, dass man den gut hier in die Hand drücken kann. Aber so ungefähr hätte man das machen können. Und dann hätte man hier eine 10 von 10 gehabt. Warlord zusammen mit seinem, ich nenne es jetzt mal nicht Havoc Staff, aber mit seinem W für Warlord. Einfach geil. Geile Figur. Richtig cool. Und endlich mal für einen schmalen Kurs angeboten bekommen und gleich zugeschlagen. Terry Schopinski, guter Mann, Ehrenmann. Den geht es auch, glaube ich, relativ gut. Der ist auch erst 62 oder so und arbeitet im Bereich Security und redet nur gut über die WWF, obwohl er ja eigentlich in der Zeit von 88 bis 92, muss ich mir vorstellen, war 5 Jahre in der WWF, hat nichts gewonnen. Weder als Tag Team mit Powers and Pain noch als Singles Wrestler. Meine erste Begegnung mit ihm war, glaube ich, wann habe ich das erste Mal gesehen? 92 beim Royal Rumble, da kam er als Nummer 30 rein und wurde nach nicht mal 2 Minuten eliminiert von Sid Justice und Hulk Hogan. Und da wusste man wahrscheinlich schon, aus dem wird nichts mehr. Ja, und kurze Zeit danach war er dann raus aus der WWF. Ne? Ich habe ganz wenig Pay-Per-View-Matches von ihm gesehen. Ich glaube, einmal bei WrestleMania 7 gegen den British Bulldog. Ansonsten kann ich mich an wenig Pay-Per-View-Auftritte erinnern. Außer bei so Survivor Series, ja, als Tag Team. Ja, trotzdem geiler Charakter und ich liebe den Warlord. Ich liebe den Warlord und was ich aber noch mehr liebe als den Warlord ist Mask. Und in dem Fall dieses Schmuckstück, das ist ein absolutes Highlight für meine Sammlung. Es ist der Detonator, ein VW-Käfer, ein Volkswagen-Käfer. Richtig cool, das einzige deutsche Vehikel bei der Mask-Toyline. Und der hier ist noch shrink-wrapped tatsächlich. Ne? Findet man so nicht mehr häufig. Und den jetzt auszupacken, wird ein Hochgenuss. Er kommt zusammen mit Jacques Lafleur als Fahrer. Jacques Lafleur, frei übersetzt ins Deutsche Jakob Blume, so würde er heißen, wenn er Deutscher wäre. Und hier kommt er mit seinem Computer-Ebenbild oder Computer-Image oder Roboter-Ebenbild. Ich dachte immer, es sei eine Art Hologramm, weil es hier so durchsichtig transparent ist. Hier reden sie aber von irgendwelchen Computer-Images oder Roboter-Ebenbildern. Wie dem auch sei. Ich liebe den Detonator, ich hatte ihn nicht als Kind gehabt. Die Split-Second-Reihe war ja die letzte Wave und danach wurde die Toyline eingestellt, obwohl es ja noch weitere Sachen gab, die in Planung waren. Ist nicht so beliebt, aber das ist eines der besseren Fahrzeuge der Split-Second-Reihe, muss ich so für mich persönlich sagen. Und wir gucken nochmal gleich rein. Wir machen jetzt erstmal hier die Folie weg.
So, Tesafilmstreifen ist nicht mit dabei, sehr cool. In aller Ruhe nochmal dieses Artwork genießen. Kommt hier aus einer Eishöhle, es sind auch hier Gletscher. Da eine Höhle kommt der hervorgeschossene VW-Käfer. Auch hier geht das Farbschema 100% auf. Das Neon-Giftgrün gemeinsam mit diesem Purpur. Einfach nur bildhübsch. Mega geil. Jacques Lafleur war ja auch dabei bei Volcano. Und hier heißt seine Maske New Marai Maske. Und die Maske soll angeblich dieses Computer- oder Roboter-Ebenbild generieren. Das ist ja die Fähigkeit der Maske. Ja. Und jetzt machen wir den guten mal auf. Oh Gott, ey, ich krieg's hinterher irgendwas kaputt zu reißen. Ich krieg's bestimmt hin, bei meinem Glück. Machen wir es mal von der Seite, vielleicht geht das besser. Ach ja, das hat hier sich verkeilt an der Stelle. Jetzt haben wir's. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, die Split-Second-Reihe, ja, ist halt wirklich gefloppt, muss man sagen. So, das Ganze kommt jetzt weg. Und hier haben wir hoffentlich, so Gott will, den Karton. Das wird die Anleitung sein. Nur zwei Sticker, was ich absolut begrüße, nach dem Fiasko bei Goliath neulich. Machen wir das jetzt mal auf. Das ist aber ein Riesentütchen, was ich hier sehe. Und dann gucken wir uns erstmal das hier an. Also das Poster habe ich mir erst neulich eingerahmt. Das hängt jetzt hinter mir an der Bilderwand. Und das ist dann die Anleitung vom Detonator. Die werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil so komplex ist die Verwandlungsfunktion nicht. Und auch nicht das Auslösen der Raketen oder das Abfeuern der Raketen. Also das kennen wir zu Genüge. Nichts, was ich nicht schon hätte oder hier schon mal gezeigt hätte. Das Inlay, sicherlich auch sehr begehrt. Aha, okay, okay, da kann ich jetzt reingreifen. Ach du Schande. Guckt euch dieses Schmuckstück an. Und wo ist der Rest? Der verbirgt sich dann hier. Das fällt ja komplett auseinander, das Teil. Aha. So, beiseite gelegt, sachte, sachte. Und da ist er, schön eingepackt in Tüte. Tesafilmstreifen ist noch dabei. Den müssen wir jetzt auch nochmal lösen. Ach gut, dass ich das Messer hier irgendwo habe. Na, gehst du jetzt auf? Nochmal? Also ganz vorsichtig, das Tütchen mal beiseite. Schon wieder eine Art Streifen, den kann ich vielleicht aber so runterziehen. Interessant. Ja gut, dieses Chassis könnte sich öffnen. Wahrscheinlich war deswegen dieses Band nochmal drum, damit es eben nicht aufklappt und sich löst. Also jetzt mal ganz ruhig beiseite gelegt. Dann haben wir hier, ich nenne es jetzt Hologramm. Computer, Roboter, Ebenbild ist Quatsch. Das ist ein Hologramm und nichts anderes. Das habe ich jetzt aufreißen müssen. Hier ist er. Packen erstmal alles aus. Oh, die Maske ist weiß. Oh, wie geil ist das denn? Das Problem bei der Maske ist, dass diese oft vergilbt ist. Und die hier ist schneeweiß. Und das kriegt ihr wahrscheinlich auch nur so geboten, wenn ihr ihn selber auspackt. Da ist er. Einfach nur cool. Jacques Lafleur mit schneeweißer New Marai Maske. So sieht sie von hinten aus, ein bisschen versetzt das Ganze, sieht ein bisschen komisch aus. Das erinnert mich wieder an ein Tier, diesmal höchstwahrscheinlich eine Art Adler, weil was, nicht Adler, oder ist es eine Eule? Adler oder Eule, irgendwas dazwischen wird dieses Tier wohl darstellen. Nehmen wir mal die Maske ab und wir sehen hier das Schöne an der Jacques Lafleur Figur ist, es wird ein Adler sein, weil hier haben wir auch einen Greifvogel. Ihr seht ja hier die Krallen vom Greifvogel, die Flügel und den Kopf. Also schönes Detail hier an der Stelle, nicht einfach nur lieblos irgendwelche Farben hingeklatscht, sondern auch hier einen Greifvogel abgebildet, modelliert. Richtig cool. Und jetzt machen wir nochmal die Maske drauf, die ist auch tatsächlich noch ein bisschen weich, könnt ihr es sehen? Die gibt nach und sie ist schneeweiß. Mehr geht ja gar nicht. Cool, cool, cool. Du kommst jetzt mal dahin an die Wand. Bleib da mal ja stehen, du Vogel. Kommen wir zu seinem Hologramm. Da kann man nicht viel erkennen, weil es ja immer transparent und einfarbig ist. Auch hier ist die Maske noch weich. Ja, Jacques Lafleur, Jakob Blume. Da sind die beiden Jungs. Das sind die Raketen.
Und hier ist das Motorrad, so nennen sie es auf der Packung. Für mich ist es ein Quad, weil es 4 Reifen hat. Aber der Begriff Quad war damals, wann kam das hier, 87, noch nicht so geläufig wie heutzutage. Deswegen ist es hier als Rennmotorrad beschrieben. Da haben wir das schöne Stück. Auch hier könnte ich mir das einbilden, weil Fantasie ist ja bekanntlich unsere Stärke. Ist das hier auch eine Art Vogel? Ist das hier ein Kopf? Sind das die Augen? Ist das der Schnabel von einem Greifvogel? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle seht ihr hier die ganz dicken Reifen und vorne die ganz schmalen Reifen. Hier 2 Laserkanonen. Hinten ist, ich nenne es mal Auspuff, würde ich mal behaupten. Ne? Das ist der Auspuff. Richtig gut. Und jetzt müssten wir den eigentlich nur so draufsetzen, theoretisch. Aber vorher müssen wir den auseinanderziehen, weil sonst klappt es ja nicht. Aber auch hier würde ich sagen, attention, ganz vorsichtig hier rausschieben. Nicht mit Gewalt, nur Geduld. So, jetzt glaube ich, ist es bereit für die, ja, was heißt Verwandlung? Wir wollen sie erstmal in den Ursprung bringen. So, das ist das Fahrzeug. Und ja, das sieht einfach nur gut aus, würde ich mal behaupten. Machen wir jetzt mal einen Fahrer rein, beziehungsweise den kriege ich so nicht rein ohne Probleme. Machen ihn mal beiseite. Also wir haben jetzt hier den Detonator und er macht seinem Namen alle Ehre. Ihr seht hier von vorne ein schicker VW-Käfer, richtig gute Farben, einfach nur cool. Und er verwandelt sich in ein Quad-Motorrad. Hier sehen wir auch die Rückleuchten. Heckspoiler, die beiden Knöpfe brauchen wir zum Verwandeln gleich. Ja, was will man mehr? Von unten ist es unspektakulär. Ein rundum gelungenes Fahrzeug, hier dieser Chrombügel. Und dann machen wir jetzt die Verwandlung komplett. Das Motorrad hatten wir eben schon gesehen. Damit fangen wir jetzt mal an. Das machen wir wieder rückgängig. So, das haben wir. Da gibt es aber nichts zum Abschießen. Dann machen wir jetzt hier den guten Jacques Le Fleur drauf. Frage, wie kommt der drauf? Kniet er jetzt hier? Ich würde sagen so, oder? Macht mehr Sinn, ja. So, das macht für mich Sinn. Dann liegt er relativ bombenfest und sicher drauf und bewegt sich auch nicht. Kann ich auch kopfüber hängen, stellen, passiert nichts. Jacques Le Fleur mit schneeweißer Adler New Marais-Maske auf seinem Quad. Das war das eine. Und nun machen wir mal hier die Verwandlung komplett. Jetzt klappt das hier zusammen und ist jetzt eine Art Luftkissenfahrzeug, Hovercraft. Hier seht ihr hier die Turbinen. So, jetzt seht ihr hier die beiden Turbinen. Sehr schön. Und hier kann jetzt der gute, wie heißt der, Jacques Le Fleur, sein Hologramm Platz nehmen. So, dann wird er hier fixiert durch diesen Bügel. Da ist er. Dann wollen wir hier die Raketen auch nochmal reinstecken, quasi ausstatten. So, das seht ihr, kann man um 360 Grad drehen, ohne Probleme. Ja? Dann haben wir jetzt hier dieses Luftkissenfahrzeug und wir haben dieses schicke Quad-Motorrad. Und deswegen, jedes einzelne funktioniert für mich als Fahrzeug zu 100%. Kaufe ich sowohl vom spielerischen Wert her, vom Design her, rundum gelungen. Da stimmt auch alles 10 von 10. Wüsste ich nicht, was man besser machen könnte. Und jetzt haben wir hier ein Knöpfchen links und rechts und damit können wir dann natürlich die Raketen abfeuern und die kann man aber auch noch drehen, nach oben, nach unten, je nachdem, wo er hinschießen soll. Und schießen wir eins nach dem anderen mal ab und schauen, was passiert. Weg ist er. Und das Ganze nochmal. Und jetzt mal vielleicht hier gegen den Hintergrund. Und auch der Abschuss war ein voller Erfolg. So, jetzt wollen wir das Ganze zurückverwandeln und dann, glaube ich, war es das auch schon. Das funktioniert wunderbar. Na, kommst du runter, Junge? Der sitzt jetzt hier relativ fest, weil er sich hier... Ja, ich kann ihn doch wieder lösen, ist kein Problem. Einfach ein tolles Fahrzeug. Dieses Froschgrün, Giftgrün, wie man es auch von Lamborghinis kennt, passt einfach gut dazu. Lila, Purpur oder was auch immer, Violett. Richtig geil, richtig geiles Teil. So, sitzt das jetzt hier alles auch? Ja, das sitzt. Und damit sind wir am Ende. Das war, ups, jetzt ist hier die Kamera verschoben, der Detonator. Ja, sorry dafür, aber ich zeige euch nochmal rundum gelungenes Fahrzeug.
und schöne schneeweiße Maske. Ich habe also nichts falsch gemacht und hatte diesmal Glück. Sehr schön. Dann verabschiede ich euch mit diesen Neuzugängen. Ich will es nochmal alle präsentieren und sage noch einen schönen Sommerurlaub, falls dieser noch ansteht. Und bis bald, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Video. Und dann geht es auch, glaube ich, weiter. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Mit WWF. Und auch hier Masks sind definitiv dabei. Und mal schauen, was mich bis dato noch so alles erreicht. Da sind sie, meine Neuzugänge. Vielen Dank fürs Einschalten nochmal. Und wir sehen und hören uns. Macht's gut. Haut rein. Ich bin raus. Ciao.